Jo, meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen hier zu einer neuen Runde Hot Lap. Hier ist Aserbaidschan Baku. Passend in circa halben Stunde geht's los. Abonniert den Channel gerne. Ihr habt abgestimmt und wir fahren mit Ferrari dieses Mal in Baku. Das ist eine mega coole Strecke, mega tricky und gestern im Qualifying ging es auch übelst ab. Aber jetzt mal zu den Statistiken. Das Debüt gab es 2016. Man glaubt es kaum. Seitdem gab es auch hier keinen richtigen Gewinner oder einen richtigen Abzocker. Der ist, hat mal Rosberg gewonnen, mal Vettel, mal Hamilton, mal Ricciardo und so weiter. Bottas hat hier mal gewonnen. Es sind so viele verschiedene Wins. Also 6.003 Meter. Ich glaube, Vettel hat nicht gewonnen, sorry. Kurven sind es 20. Mehr links als rechts. Also wir haben 8 rechts und 7 links. Also, und 12 links. Das ist, ja, ziemlich untypisch. Wir fahren auch gegen den Uhrzeigersinn und heute in 51 Runden wird sich zeigen, wer der Aserbaidschan King wird. 6.003 Meter, 20 Kurven, aber die DS-Zonen. Zwei DS-Zonen hier auf der übelst 2 Kilometer langen Geraden, knapp 2 Kilometer langen Start- und Zielgeraden und natürlich auch auf der Gegengerade. Dann zwei Kurven später, aber es ist überhaupt eine Strecke mit vielen verschiedenen Kurventypen. Und hier geht's los. Nun, das ist die Antwort auf unsere Hot Lap. Ich freue mich wirklich und vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei seid, auch dass ihr so viele abgestimmt habt. Los geht's mit einer Hot Lap hier auf dem Baku Street Circuit. Hier geht's los auf die erste Kurve. Die wird im Rennen ziemlich spannend werden beim Start. Dann einen guten Exit ist natürlich wichtig, aber hier dann mal schön rauskommen. Da hat es auch einen Crash in der Formel 2 gegeben und dann geht's in Kurve Nummer 2. Die ist auch ziemlich drückend, Scheitel nicht ganz getroffen, rechts auch ganz nah an die Mauer rangekommen und dann geht es hier in die erste DS-Zone, da kannst du schon mal gut angreifen, überhaupt auch, wie gesagt, nach dem Start, da wird es echt ziemlich interessant werden, wer da den besseren Exit hat und dann, ja, eine ziemlich tricky Kurve, da ist gestern noch Yuki Tsunoda im Qualifying reingefahren und der war auch schuld für einen Abbruch, auch Ricciardo ist hier reingefahren, dritte Kurve echt tricky, spät bremsen, aber man darf sich halt nicht verschätzen, 4, die ist auch ein bisschen tricky, weil man kommt hier echt nah an die Mauer, das ist nicht so einer meiner Lieblingskurven, aber jetzt kommt, glaube ich, meine die Hasskurve schlechthin, 5, 6, man muss echt, und dann natürlich auch rechts muss man, schön am Körper und links ganz, ganz nah an die Mauer hin, das ist echt eine tricky Kurve, ich muss auch sagen, das ist die schlimmste überhaupt in Aserbaidschan und da kenne ich auch viele, die sagen, dass die Kurve echt tricky zu, echt scheiße zu fahren ist in Formel 1. Also ich bin kein Fan davon und jetzt kommt aber dafür die beste Kurvenpassage nach Kurve 7 hier. Ja, links sollte man eher nah an der Wand bleiben beim Curb, weil ich mir da so denke, dass die verleitet echt zum Abkürzen. Und jetzt kommt 12, jetzt kommt 8 bis 12, 12 10, 11 und 12. Ja, und jetzt noch 12. Das ist mit Abstand eine der besten Kurvenkombinationen, die es überhaupt hier gibt. Ganz nah muss man hier an der Wand herumgleiten. Aber gerade das macht halt den Reiz aus. Rechts sind auch viele. Leclerc auch letztes Jahr die Polzeit weggeschmissen. Und das ist einfach eine. Aber dieses Jahr haben sie es, glaube ich, auch vergrößert. Und deswegen, ja, wurde es ein bisschen einfacher für die Fahrer. Aber sie sind auch besser geworden. 13 schnelle Linkskurve, echt spaßig. 14 und auch. Ja, jetzt kommt so. Die 15er Kurve, die wurde auch gestern echt ein bisschen zum Schauplatz. Verstappen ist hier mal reingefahren. Auch, ich glaube, Strolly Boys reingefahren. Also viele hier auch reingefahren. Aber ein guter Exit ist hier jetzt wichtig, in Kurve 16. Weil wenn man es hier gut rausschafft, dann geht nur noch Vollgas. Wenn man es überhaupt besser als der Vordermann rausschafft, dann kannst du hier wirklich echt Gold einen Platz gut machen. Das werden wir auch später, weil er vorbeischaut zu 16, 17 Uhr bei meinem Rennen. Das komme ich auch heute. Da werden wir auch ein paar Überholungen hier machen. Ja, 19, 18 und 19 auch. Zwei ziemlich coole Kurven. Echt spaßig. Hier leider ein bisschen an die Wandern geditscht, aber ja, das ist dieser Sog. 20 einfach nur schnell rechts und jetzt geht das DRS los und da wird es echt, ja, Hals abschneiden für den Vordermann, weil das wird echt ziemlich ein spannendes Rennen heute. Abonniert den Channel gern und jetzt geht's ein bisschen, ja, los mit dem gestrigen ja, Qualifying. Was war da los? So viele rote Flaggen und dann kam dieses Bild hier. Also man fangen wir ganz vorne an. Wir waren im Q3. Alles ziemlich cool. Nach dem ersten Run Leclerc Doppel-Windschatten von Mercedes hat es einfach easy going vor den auf 1 geschafft mit 13. Vorsprung. Dahinter dahinter Hamilton mit Windschatten von Bottas, dahinter Verstappen, dahinter Gasly, dann Q3 und dann sind alle nochmal rausgefahren. Die zwei waren dann im Run vor allen Tsunodas reingefahren. So spät gelb, dass Sainz in die Bremse gegangen ist und dann sich ja auch weggedreht hat, rote Flagge. Und so ist es dann auch geblieben. Leclerc vor Hamilton und Verstappen, Gasly und Sainz, eine ziemlich explosive Aufstellung. Auch Alonso auf 8. Was soll ich sagen, Norris noch
mit einer Strafe, habe ich jetzt gerade auch erst gesehen. Bottas auch nur auf 10, aber der wollte sich halt alles in Run 2 verbessern, auch Windschatten und so weiter, hat sich schon einen Platz rausgesucht, ist aber leider nicht zustande gekommen. Die Williams auch echt stark vorn mit dabei, Ricciardo wieder abgeschlagen, das ist echt schade. Perez auch ein bisschen abgeschlagen, aber diesmal nicht so hardcore. Stroll und Giovinazzi sind auch in die Mauer gefahren. Mein Tipp fürs heutige Rennen ist auf jeden Fall, ich kann mir gut vorstellen, dass, ich habe es ja schon auf TikTok gesagt, dass Leclerc das nicht halten kann. Ich sag mal, Verstappen gewinnt das vor Hamilton und Leclerc oder vielleicht sogar Gasly, weil der ist ja auch in der guten Schlagdistanz. Also abonniert den Channel gern kostenlos, macht gerne ein Däumchen rum da, aktiviert auch gerne die Glocke, schaut auch gerne unbedingt auf Instagram vorbei und natürlich auch, wenn ihr von TikTok nicht kommt, auch gerne auf TikTok vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns hoffentlich später nochmal zu einem anderen Video oder dann morgen. Bis dahin, morgen kommt auch wieder Resident Evil, also bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.